Man kann auch mal Pech haben im Leben, ja. Erstens ging die Kamera mal wieder aus und 3 Minuten waren in der letzten Folge nichts mehr, weil ich war viel zu sehr beschäftigt damit zu gucken, dass der Bodo nicht stirbt. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine kurze Pinkelpause. Und wisst ihr, was genau in der Pinkelpause passiert ist? Richtig, wir haben eine Einladung für Burg Schattenfang bekommen. Yay! Die wurde aber leider natürlich abgelehnt wegen Zeitüberschreitung. Yay! Sage ich nichts zu. Also werde ich mich jetzt wohl nochmal eintragen müssen. Wahnsinn. Dann kann ich jetzt doch die Quest endlich noch fertig lesen. Wir haben das Bartrons-Haar gesammelt. Ah, ihr habt das Haar. Das ist ein guter erster Schritt. Wir werden noch weitere Zutaten benötigen, aber das Haar des gefallenen Urtums könnte die wichtigste sein. Ich hoffe nur, dass die Verlassenen aus der Pflanze keine Waffe entwickeln. Wir haben einfach nicht genügend Leute, um sie zu vertreiben. Insbesondere da Maestras Posten angegriffen wird. Rasch, ich werde das Bartrons Haar in diesem Beutel füllen, aber ihr müsst es an meinen Meister Orendil Rundblatt liefern. Ihr findet ihn in Maestras Posten. Einfach nach Süden laufen. Okay. Dann gebe ich die noch zurück. Hast du schon alle zurückgegeben? Ja. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wenn die anderen Abenteurer, die wir noch zu Gesicht bekommen werden, euch auch ein wenig ähneln, sollte dieser Krieg gegen die Orks schneller hinter uns gebracht werden als erwartet. Ein Freund von mir könnte eure speziellen Fähigkeiten gut gebrauchen. Sein Name. Oh, guck mal, Danassus ist uns jetzt schon wohlwollend gegenübergestellt. Sein Name ist Talen, er ist so eine Art Archäologe. Oh. Neuerdings fasziniert ihn der Untergang der alten Stadt Zoram. Läuft einfach weg. Hallo. Mit ihren Schätzen. Wenn ihr ihm Hand zu Hand gehen wollt, findet ihr den Stützpunkt an der Grotte den Weg entlang nach Westen. So, dann muss ich jetzt nur noch zu Bartrans Haar gehen. Zu Bartran. Logisch. Also, ne? Ich rede nicht mit Haaren. Jetzt wird mein Haar nicht länger für diese Kreaturen sprießen. Besser noch, ich werde bald wieder wachsen. Ach, das war's auch schon. Das heißt, du hast. Nee. Erstens höre ich mich doppelt. Ich habe nichts gemacht. Zweitens, du hast die Quest schon abgeschlossen. Warum gehst du denn einfach ohne mich weiter? Bist du überhaupt? Ich bin zum Flugpunkt gegangen, wo wir hingehen sollten. Da wollte ich mir schon mal angucken, was man da machen muss. Und dann habe ich Panik bekommen, weil wir eine Einladung bekommen haben und du nicht da warst. Und dann? Dann musste ich das Fenster schnell wegklicken und habe dich gerufen und wollte es annehmen. Aber da habe ich mir gedacht, wenn ich es jetzt annehme, komme ich nachher rein ohne dich. Und dann habe ich es aus Versehen schon angenommen. Okay. Ich stehe hier und warte auf dich. Ja, entschuldige, ich habe dich gerade auf der Karte nicht gesehen, weil da ein riesiges Fragezeichen ist, das wahrscheinlich deinen Punkt bedeckt. Ja, das ist richtig. Ja. Uns fehlt nur noch ein Heiler. Uns fehlt jetzt nur noch ein Heiler. Ja. Durchschnittliche Wartezeit 17 Minuten. Naja. Ja, das waren gerade eben noch eine halbe Stunde. Ja. Na gut, auf einen Heiler sollten wir vielleicht nicht so lange warten wie auf einen Tank. So, du hast die Quest schon abgegeben, ne? Ja, es war nur hier hinlaufen. Der eine Typ hat das. Ich dachte, der erzählt uns vielleicht was Interessantes. Hat er wohl nicht. Nö. 17.000 Erfahrungspunkte brauchen wir schon. Ja, die Folge ist ein bisschen rucklig. Weil ich jetzt so schnell machen musste, dass ich mich leider nicht darauf konzentrieren konnte, die richtige Festplatte auszuwählen. Das ist total bescheuert, ich weiß. Kann ich behilflich sein? Was, wie war das, was ihr sagt? Shader schickt euch. Ja, okay, das fand ich so spannend. Bis bald. Hast du alle anderen auch schon angenommen? Ja. Na, toll. Ich war auf meinem Boot und dümpelte über die versunkenen Ruinen von Zoram, als Nager mich angriffen. Sie sprangen aus dem Wasser und griffen mich mit ihren Klauen nach mir. Ich flüchtete und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Ich bin eine Art Archäologe und ich versuche, die Artefakte der verlorenen Stadt wiederzufinden. Würdet ihr euch hinaus zum Zoram-Strand im Südwesten begeben und alle antiken Statuetten, die ihr finden könnt, bergen? Sie sind der Grund, dass ich den Gefahren des Zornstrands getrotzt habe. Also wir lernen hier gerade quasi den Archäologen.
Indirekt. Der Zoram-Stein ist die Ruhestätte der verfluchten Stadt Zoram, die während der großen Zerschlagung zerstört wurde und im Meer versank. Dort liegt sie seit langer Zeit verloren für die Nachtelfen, verloren und beinahe vergessen. Jetzt sind die Naga zurückgekehrt und wir wissen nicht aus welchen Gründen. Töte sie. Flugmeister. Ach, sind nur zwei? Nur zwei Quests? Ja, gut, dann machen wir sie doch. Mal wieder Naga als Gegner, die sind ja ganz schön lästig. Ja. Gibt's auch überall. Ah, gut, 15 töten ist jetzt vielleicht nicht ganz so tragisch. Da ist ein Zinn. Das sammle ich ein. Dann ist der Bodo glücklich. Ein bisschen. Wenn wir jetzt noch in den Dungeon kommen, dann können wir ja feiern. Rennt das Miststück halt weg. Matschschnapper. Und was bergen müssen wir auch noch? Im Wasser dann, ne? Nö, stimmt gar nicht. Oh, 10. Ich glaube, die Kriecher kannst du auch mal töten, da kriege ich was Leckeres für. Kann ich das ja? Kann ich was Leckeres draus zaubern? Mystiker-Handschuhe. Ja, willst du die haben? Bis du alles findest. Ja. Antike Statuette. Vielen Dank. Jo. Die Willenskraft nehme ich sehr gerne. Erste Hilfe werde ich auch erstmal richtig dick skillen können mit dem ganzen Wollstoff, den ich mittlerweile habe. Meine Güte, es kann doch nicht so schwer sein, einen Heiler aufzutreiben. Irgendwie schon. Oh, ich hasse es, wenn sie mich verlangsamen. Hast du dir eigentlich den... Zauberstab. Hast du dir eigentlich den Wappenrock geholt? Ja, habe ich. Von der Exoda? Ja. Brav. Damit wir wenigstens auch ruftechnisch auf dem gleichen Level bleiben, ne? Ungefähr, ja. Wäre praktisch, weil Ruf ist eine Sache, die... Da brauchst du echt lange. Ja, vor allem nachher für die speziellen... Völker. Ja. Für die Feinde quasi. Es gibt tatsächlich auch nachher irgendwann Zeiten, da musst du für die Feinde für Ruf sammeln. Das ist abgefahren hoch 10. Und ich sag nur Beutebucht. Oh ja. Was wir da auch alles erlebt haben, Beutebucht, das ist auch nicht in Worte zu fassen. Der Piratentag oder was gab's da? Ja. Pirate Day, großartig. Ey, komm schon, ein Heiler ja noch. Das ist ja... Sollte doch eigentlich machbar sein, nimmt man an. Warum flüchtet der? Hallo? Was ist denn hier?
total ätzend, wenn die abhauen. Ja. Vollkommen lästig. Naja, wenigstens sind die antiken Statuetten nicht so selten und recht angenehm zu sammeln. Ach, ich heil gerade. Was soll denn der Scheiß? Du heilst? Ja, ich heile mein Wasserelementar, ist mir gerade aufgefallen. Das wollte ich doch gar nicht. Wann kannst du heilen? Ja. Dann mache ich hier gleich den Heiler im Dungeon. Ein Heiler. Wahnsinn. Wie viel hast du? Ah, wovon? Achso, naja. Von den Dingern? 7. Okay. So viele habe ich auch. Ah, die letzten 3 sehe ich auch schon, wenn du sie mir jetzt nicht wegnimmst. Dann wird das was. Sogar zu weit geblinzelt. Nee, aber ich dachte schon. Oh, Beast Mode. Fotzen, ey, ich habe mich schon gefreut. Hofft auf deine Hilfe. Gibt's hä? Nicht. Was? Gibt's nicht Hilfe. Nee. Sehe ich auch nicht ein. So, ich habe alle. Ja, ich habe gleich auch alle. Zeit, dass ich die Gilde mal öffne, dass ich mich da mal drum kümmere. Dann werden wir nicht mehr belästigt. Ja, das wäre schön. Ja, ne? Ach, ich kann doch hier meinen Greif benutzen. Wann raff ich das? Wann werde ich das jemals begreifen? Niemals. Ja. Vor Level 40 nicht. Boah, da fliegt ein Hordler. Die Dungeon-Gruppe ist bereit, Mann. Wahnsinn, ich sammle noch schnell das Zinn ein. Nein! Doch, verbiete ich hab noch 30 Sekunden Zeit. Oh mein Gott, es geht los. Wir gehen in Burg Schattenfang. Unser erster Dungeon hier an diesem WoW-Let's Play. Wahnsinn. Hat ja nur ein bisschen gedauert. Unbekannt ist nun Anführer. Ah, servus. So, oh, da gibt's sogar eine Quest. Ah. Sehr schön, ich fordere erstmal noch was. Ja, ich möchte mich auch erstmal ausrüsten. Erstmal werde ich eine deiner Muscheln essen, dann werde ich meinen Trank nehmen, dann werde ich noch diesen Stein nehmen, da geht richtig was. Ich kann ja auch gleich fragen, ob er hier unsere Gilde beitreten will, der. Ganz, ganz frech. So, den noch an, den Trank noch an. Los geht's. Mein Gott, wie lang war ich in dieser Inni nicht mehr? Jahre. Mindestens. Mindestens, ja. Level 19, also die können hier schon ein bisschen was. Schau, Ruf der Exo, da verbessert sich jetzt bei jedem Gegner. Um 15, also dank dieser Gilden... Wappen kann man da schon durchaus einiges. Was haben wir da? Hat jeder seine eigene Beute? Oder? Ich gehe davon aus. Bedarf vor Gier, ja, ganz normal halt. Ganz normal. Aber wenn ich jetzt Blizzard hätte, ey. Da werde ich mich nicht dran gewöhnen, dass ich das nicht haben darf. Erstmal hier mit der. Was ist das hier? Den kann ich ja gebrauchen. Als Magier werde ich ja wohl Anspruch auf den Zauberstab haben. Muss dann immer gucken, ob ich das da nicht kombinieren kann. Mit meinem.
Mit meinem Schmuckstück, das ich habe, kriege ich nämlich mehr Intelligenz, aber das mache ich dann erst in Ruhe, das mache ich jetzt nicht hier. Kann jetzt jeder plündern oder hat immer noch jeder seine... Jeder kann hat jeder sein eigenes. Das kann ich sehr gut gebrauchen.